Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Wagenpartner in Bielefeld. Heute mal ein neues Video mit dem Skoda Octavia Kombi Style. Hier in der neuesten Variante. Wir haben 5 Fahrzeuge ans Lager bekommen. Wir sind da sehr froh, sehr glücklich drüber, weil diese Fahrzeuge aktuell eine Lieferzeit zwischen 6 und 8 Monaten haben. Bei uns sind die Fahrzeuge eingetroffen. 5-mal in der Farbe Blackmagic Perleffekt, sofort verfügbar. So ein Auto kostet regulär, fangen wir gleich mit dem Preis an und steigen mal hart ein, bei 37.100 Euro. Bei uns kostet ein solches Fahrzeug 25.990 Euro. In diesem Preis inkludiert Kosten für Überführung, Bereitstellung, alles was dazugehört. Die Version, wie sie hier steht, ist 1,5 Liter TSI, 150 PS, handgeschaltet. Es gibt ja weitere Varianten, es gibt den kleineren Motor, 1,0 TSI, 115 PS, da allerdings dann ein Dreizylinder. Hier bei der Version, wie sie jetzt hier steht, ordentlicher Vierzylindermotor, 150 PS für einen Familienkombi, eine ideale Motorvariante. Nicht zu viel, nicht zu wenig, weil die Thematik Kraftstoffverbrauch, CO2-Ausstoß spielt ja auch eine große Rolle. Was mir direkt aufgefallen ist bei diesen Autos, als sie zu uns kamen, im Verhältnis zu dem Vorgängermodell Octavia Kombi 3, das Auto ist etwas gewachsen in der Außenlänge. Der Innenraum ist noch größer geworden, speziell der Platz hinten auf der Rückbank. Da muss man also wirklich sagen, auch für groß gewachsene Leute hervorragend, plus eben halt einen wirklich guten Kofferraum. Was Skoda ja schon immer gekonnt hat, ist eine Menge an Ausstattung in so ein Auto zu integrieren, die direkt Serie ist. Beginnt hier bei dem Auto, bei dem Style mit den Matrix-LED-Scheinwerfern. Zusätzlich Nebelscheinwerfer mit dabei. Wenn ich jetzt hier vorne drauf schaue, sehe ich direkt, aha, das Auto hat einen Adaptivtempomat, Adaptive Cruise Control, ACC, direkt mit verbaut. In den Fahrzeugen mit drin, Spiegelpaket, das heißt, er klappt direkt die Ohren an, in dem Moment, wo ich das Auto abschließe. Und elektrische Heckklappe ist hier bei dem Auto auch montiert. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stückchen weiter. Wir nehmen mal die Kamera mit. Schauen wir hier mal rein. Also wirklich sehr, sehr großer Kofferraum. Es gibt ja noch mal den Skoda Superb. Eine Fahrzeugklasse oben drüber. Ich würde mal behaupten, der heutige Octavia ist von der Größe her dem Superb nicht mehr so weit entfernt. Das heißt, Kofferraumvolumen, sag mal, für die Familie. 2 Kinder hinten, Vater, Mutter, Fahrer, Beifahrerseite, ordentlich Platz. Da bringt man also hier hinten im Kofferraum ohne weiteres 2, 3, 4 Koffer unter. Die Reisetasche, das Spielzeug für die Kinder, Gepäck, alles was dazugehört, passt hervorragend hier rein. Hier auch bei den Fahrzeugen direkt nochmal mit Netzen ausgestattet. Das ist also bei allen 5, so wie wir sie hier stehen haben, die sind identisch ausgestattet. Also wirklich ein riesiges Platzangebot. Elektrische Heckklappe, ich drücke mal nochmal einmal drauf, dann schließt er direkt wieder. Rückfahrkamera ist auch mit verbaut. Einparkhilfe vorne und hinten bei dem Auto. Macht also wirklich Sinn. Was auch schön ist, abgedunkelte Scheibe in Verbindung mit den Chrom-Applikationen, die Dachreling und auch hier die Fensterschachtleisten. Ergibt ein sehr stimmiges Bild. Zusätzlich diese schöne 18 Zoll Leichtmetallfelge im Bicolor, Schwarz-Silber. Jetzt steigen wir einfach mal ein. Schlüsselloser Zugang ist im Übrigen vorhanden, Kessi. Das heißt, es genügt, wenn ich hier tatsächlich mit dem Schlüssel ans Fahrzeug rangehe. Hier in der Türverkleidung verbaut, sehr, sehr gut. Einmal die Sperre für die Zentralverriegelung für die hinteren Türen. Zum anderen 4-fach Fensterheber, Spiegelverstellung mit dabei. Dann hier die Funktion, wenn ich hier rumdrehe, elektrisch heranklappbarer Außenspiegel.
Kann man also auch mal gerade machen, wenn man irgendwo durch ein schmales Garagentor durch muss. Klappt hervorragend. Hier die Taste für die elektrische Heckklappe, also auch von innen zu entriegeln. Ich muss das nicht über die Fernbedienung zwingend machen oder über den Schalter, sondern kann hier auch von innen entriegeln. Was mir aufgefallen ist, im Verhältnis zu dem Octavia 3, zu dem Vorgängermodell, wir haben hier immer so einen Drehschalter gehabt früher für die Lichteinstellung. Das hat man abgeändert. Das wird heute hier über die Tasten gemacht. Anfangs war ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Mittlerweile sage ich ganz einfach in der Bedienung, sehr einfach zu machen. Sehr, sehr gut eben halt, sehr übersichtlich. Kleines Ablagefach für eine Parkkarte zum Beispiel oder aber vielleicht auch irgendwo für Kleingeld. So, dann hier im Innenraum. Ergonomie passt, Sitzhöhe passt auch. Jetzt drücken wir einfach mal und starten mal das Auto. Handbremse ist angezogen. Der meckert jetzt, weil ich die Tür auf habe. Ich mache hier die Tür mal zu. So, schönes großes Display, in der Mitte gehalten. Dieses virtuelle Cockpit ist direkt mit dabei. Machen wir mal ein bisschen leiser. Das geht hier über den Wischer, jawohl, das klappt hervorragend. Virtuelles Cockpit hatten wir in den letzten Videos auch schon mal erklärt. Gibt es ja mittlerweile mehr oder minder in der ganzen Palette von Skoda. Wir hatten es als letztes bei dem Karoq, bei dem Sportline mit drin. Hier auch wiederum über die Tasten am Lenkrad zu verändern. Genau so. Ansonsten Multifunktion, wie wir es kennen. Sprachbedientaste, wo ich also hier diese Dinge wie Navigation, Radio und so weiter mitsteuern kann. Laut, leise, finde ich auch gut gemacht. Hier direkt wieder griffbereit. Sender, Suchlauf hier rüber. Ja, und hier vor allen Dingen auch eine Taste. Das finde ich auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir das hier direkt mal einblenden können. Ich drehe das Lenkrad mal ganz leicht. Dann kommen wir da vielleicht etwas besser dran. Diese Assistenten. Wir haben einen Spurhalteassistent mit drin. Adaptivtempomat hatte ich eben schon kurz erzählt. Front Assist ist mit dabei. Und da einmal drauf gedrückt, komme ich wieder zurück. So. Was neu ist bei dem Auto, da wäre es jetzt, glaube ich, ganz gut. Wir holen die Kamera einfach mal rüber ins Auto. Und zwar, wenn ich mir hier diesen großen Bildschirm jetzt mal einmal anschaue, es gibt hier eine Home-Taste. Da komme ich also direkt praktisch hier auf den, ja, ich sag mal Bildschirm, um erstmal einen Gesamtüberblick haben zu können. Navigation, Radio, Fahrzeugeinstellung, Telefon. Hier unten haben wir die Klimabedienung mit drin, wo ich hier die Temperatur regeln kann, plus, minus, rauf, runter, so wie ich es gerne haben möchte. Fahrer- und Beifahrerseite wieder separat zu regeln. Da haben wir die Taste für die Sitzheizung, gibt es natürlich für die Beifahrerseite letztendlich auch. Und hier über die Menütaste komme ich in die einzelnen Untermenüs des Fahrzeugs rein. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Telefonfunktion wählen, kann dann direkt ein Telefon koppeln, habe dann die Möglichkeit, über die Kopplung auch weitere Medien abzuspielen, also nicht nur Radio hier eben halt, sondern auch Medien, die zum Beispiel über Spotify oder ähnliches abzurufen sind, einzelne Musikgalerien, die ich vielleicht auch bei mir auf meinem Handy eben halt drauf habe. Dann gehen wir mal einmal weiter, die Navigation, auch da mit der großen Karte eben halt mit dabei, wie eben schon angesprochen, ich kann jetzt hier über die Taste mir auch die Karte rüberziehen, wenn ich das möchte. Auch das ist möglich. So, dann die Fahrzeugeinstellungen, Fahrzeugstatus. Das fand ich besonders interessant im Verhältnis zu dem Vorgängermodell, weil das gab es so in der Form noch nicht. Wir können also letztendlich hier zum Beispiel den Service abrufen. Wir können dann hier zwei Meldungen, jawohl, einmal tanken bitte. Und dann als nächstes nochmal, dass die Tür geöffnet ist auf der Beifahrerseite. So, dann können wir hier in die Fahrdaten reingehen, ab Start, Langzeit oder ab Tanken. Da wieder auf das Fahrzeug und dann komme ich auch schon in die einzelnen Untermenüs zum Einstellen, zum Beispiel der Spiegel, Synchronverstellung, Komfortlichteinstellung, Coming Home, Leaving Home Funktion, Fahrlichteinstellung, dynamischer Lichtassistent ist hier zum Beispiel verbaut und auch dynamisches Kurvenlicht bedeutet also, wenn ich das Fernlicht eingeschaltet habe, es kommt mir jemand entgegen, brauche ich nicht mehr separat abblenden, das macht das Fahrzeug von alleine. Dann da wiederum die Reifenkontrollanzeige, Winterreifengeschwindigkeitswarnung einstellbar und dann drehen wir das einfach mal, da kann ich jetzt auch die elektrische Parkbremse zum Beispiel oder automatische Aktivierung eben halt festlegen.
Gehen wir mal auf Innen. Steht die Möglichkeit, das Kombi-Instrument, also die Einheit hier vorne nochmal einzustellen, Innenlicht zu verändern, Instrumenten-Schalterbeleuchtung letztendlich. Also eine Menge an Einstellungsmöglichkeiten, die hier in dem Fahrzeug so als solches verbaut sind. Fensterzentralverriegelung, Scheibenwischer-Service-Position, dass der Wischer hochgeht. Also das ist gegenüber dem Vorgängermodell um einiges verbessert, um einiges erneuert worden. Was ich speziell halt wirklich sehr, sehr schön finde, ist diese Funktion zum Einstellen der Lautstärke. Kann man auch hierüber tasten, Plus und Minus. Noch darüber das System komplett abschalten. Gehen wir nochmal zurück hier in das Menü. Und das ist eben halt auch genauso ein Punkt. Wir können Nutzer hinterlegen, sodass jeder einzelne Nutzer zum Beispiel seine Klimaeinstellung von vornherein wieder hat, seine Navigationseinstellung von vornherein wieder hat. Also individuell anzupassen, finde ich sehr, 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 sehr schlau, sehr, sehr gut gemacht. Ich gehe mal nochmal hier auf die Ambientebeleuchtung. Da kann ich dann verschiedene Stimmungen vorwählen. Winter, Sommer, Ozean oder hier diese klassische Skoda-Einstellung, dem Grün. Ozean wäre jetzt zum Beispiel blau. Sommer haben wir einen Gelb-Touch eben halt mit drin und kann das hierüber über die Taste nochmal komplett individualisieren. In der Farbe und auch in der Helligkeit. Also die Möglichkeiten da, verschiedene Dinge anzupassen, sind so enorm groß. Und das gab es so in dem Vorgängermodell noch nicht. Das mit dem Wischen, gut, ist anfangs etwas ungewohnt, geht aber mittlerweile relativ gut. Wir kennen es vom Smartphone, da haben wir schon seit Jahren eben halt. Das nimmt natürlich auch Einzug in so ein Fahrzeug. Hier drunter nochmal einzelne Tasten, Warnblinkanlage zum Beispiel, Zentralverriegelung von innen einzustellen oder auch zu öffnen. Schnellzugriff auf das Klimamenü. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Das haben wir ja kürzlich in dem ID3 in einer ähnlichen Version, in einer ähnlichen Form eben halt gehabt, wo man dann zum Beispiel hier vorwählen kann, Füße wärmen, Füße kühlen, frische Luft, freie Sicht, so wie ich das gerne haben möchte. Ich kann dann aber auch wechseln auf das klassische Klimamenü und kann dann genauso eben halt hier die Austrittsdüsen wählen, Frontscheibe und auf die Füße zum Beispiel. Dann hierüber Plus, Minus. Die Ventilatorfunktion, Klimaanlage zuschalten, Klimaanlage ausschalten. Also das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Aircare Klimaanlage mit einem speziellen Filter nochmal. Absolut empfehlenswert für Allergiker. Wir sind ja jetzt gerade wieder in dieser Zeit, in dieser Phase. Wir haben ein paar schöne Tage jetzt gehabt zwischendurch, wo natürlich dann der Pollenflug wieder extrem beginnt. Gerade für die Allergiker ist diese Aircare-Funktion hervorragend, weil dann diese Innenraumluft eben halt wirklich tiptop sauber ist. Und das macht das Leben ein bisschen angenehmer. Park Assist, das ist auch noch so ein Punkt. Da wollte ich gerade einmal kurz drauf eingehen. Und zwar, wenn ich die Taste jetzt einfach drücke, kommt hier direkt das Bild der Rückfahrkamera. Das heißt hier also auch mit der Linienführung mit dabei, wo ich dann letztendlich auch beim Einschlagen die Linien zum Beispiel hier komplett verändern kann und eben halt auch genau sehe, okay, da oder da fahre ich lang. Finde ich, ist sehr schlau, ist sehr gut gemacht. Können wir wieder raus, drücke ich es gerade noch mal einmal neu, können dann entweder die Einstellung wählen, wo dann tatsächlich die Linien weg sind, dann hier praktisch mit den Linien eben halt wieder mit dabei und ich kann das Ganze auch, dieser Draufsicht praktisch noch mal zur Seite wischen, dann habe ich ein etwas größeres Bild für die Rückfahrkamera. Das wäre jetzt für mich wieder genau das große Bild, wo ich sagen würde, jawohl, so möchte ich es nutzen. Aber gut, das kann jeder individuell für sich so einstellen, wie er es gerne haben möchte. Set-Funktion haben wir hier nochmal. Man zum Beispiel auch die Start-Stopp-Funktion deaktivieren kann. Das ist ja heute so ein Thema. Letztendlich gehört es beim Fahrzeug mit dazu. Wir haben viele, viele Kunden, die sagen, naja, aber dann geht er an der Kreuzung aus. Das habe ich nicht so gerne, das möchte ich nicht. Hierüber ist es deaktivierbar, können wir direkt ausschalten. Genauso auch wie die Anti-Schlupfregelung. Sollte es so sein, dass ich mal auf einem Untergrund bin, der rutschig ist, kann ich das deaktivieren, sodass dieses Auto letztendlich durch den Frontantrieb, der hier verbaut ist, sich auch freikratzen kann. Speziell auf Eis eine ganz gute Geschichte. Aber gut, der Winter liegt gerade hinter uns, da wollen wir jetzt nicht wieder mit anfangen. So, machen wir das Auto gerade einmal aus. Ich steige jetzt mal aus. Wir gehen noch mal einmal drumherum und schauen noch mal speziell den hinteren Fahrgastbereich. Da sieht man also ganz klassisches Familienauto, Isofix, Kindersitzbefestigung,
Einmal hinten rechts, einmal hinten links. Und was ich auch ganz, ganz klasse finde bei dem Auto, auch mit verbaut vorne auf dem Beifahrersitz. Der Beifahrer-Airbag ist im Übrigen auch über einen Schlüssel deaktivierbar. Das ist also auch eine zusätzliche Funktion, gerade bei einem Familienauto, wenn man mal allein unterwegs ist mit einem kleinen Kind, eine ganz tolle Sache, weil ich dann eben halt nicht daher stehe und habe das Kind hinten rechts sitzen, sondern das Kind kann vorne mit auf dem Beifahrersitz. Auch das sehr gut, sehr schlau gemacht. Was mich noch interessiert ist, wie ist das mit dem Umklappen? Ah ja, okay, ich kann hier jetzt umklappen, ein Drittel, zwei Drittel und habe dann hier nochmal die Möglichkeit und kann mal komplett umklappen. Und schon sehen wir ein riesengroßes Ladevolumen, also wo wirklich eine Menge reingeht. Hier oben die Laderaumabdeckung, die können wir rausnehmen. Die ist nur gerade reingeklipst, das ist keine große Sache. Wollen wir mal wieder hochklappen. Andere Seite auch gerade einmal. Und dann wollte ich hier nochmal einmal schauen. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr praktisch. Gerade wenn hinten Kinder sind, Fahrer-, Beifahrerseite, Urlaubsfahrt. Ich kann hier eine Flasche vorne mit reinstellen, dann haben die Kinder was zu trinken. Das ist eine tolle Sache. Wir haben eine Armablage praktisch in der Mitte mit dabei. Auch für Erwachsene. Links kann man den Arm ablegen, rechts kann man den Arm ablegen. Für eine längere Fahrt sehr, sehr, sehr entspannt. So, wir schließen mal einmal wieder. Was mir noch aufgefallen ist bei dem Auto, ich finde diese Linienführung sehr, sehr dynamisch gemacht. Also das Auto startet vorne relativ flach. Die ganze Linie zieht sich schön hoch. Auch hier wieder die Rückleuchten toll eingearbeitet in die Karosserie. Ergibt ein schönes Erscheinungsbild. Ich habe im Internet das ein oder andere gelesen über diesen Schriftzug eben halt Skoda. Der ein oder andere sagt, naja, das gefällt mir gar nicht. Der nächste sagt, ich finde es super. Mir persönlich gefällt es gut, weil ich finde, dieses Emblem, wie wir es vorher gehabt haben mit dem Kranich, hat auch eine gewisse Optik. Aber dies finde ich noch etwas ausdrucksstärker. Und gerade hier in dieser Farbkombination Blackmagic Pearl Effect, also Schwarz Metallic in Verbindung mit dem Chrom, da sticht es auch schön raus. Steht im Auto hervorragend. Hier oben schöne Dachantenne, eine schöne Finne oben drauf gesetzt. Als Abschluss nochmal das Ganze sehr aerodynamisch gemacht. Optisch also wirklich ein tolles Erscheinungsbild. Okay, also mit der Vorstellung als solches, denke ich, sind wir soweit durch. Ich gehe gerade nochmal einmal drauf ein. Genau das, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Wir sind sehr froh, dass wir die Autos da haben. Wir haben eine lange Lieferzeit mittlerweile. Corona und der Halbleitermangel macht uns das Ganze im Moment nicht unbedingt leichter. 5 Fahrzeuge sind aktuell direkt bei uns verfügbar. Wie schon gesagt, der Kaufpreis 25.990 Euro für einen Kombi der Mittelklasse. In der Größe, wie das Auto hier steht, ein sehr, sehr fairer Preis. Wie gesagt, der Listenpreis regulär 37.100 Euro. Fahrzeuge sind direkt verfügbar. Wenn Sie Interesse an dem Auto haben, kommen Sie gerne zu uns. Rufen Sie uns an, auch gerne per E-Mail, gerne auch auf unserer WhatsApp-Nummer, gerne auch per Videochat, gerne auch auf unserem Instagram-Kanal. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren und gerne das Video liken. Ich sage erst vielen Dank und sage Tschüss, ich bin raus.